Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal wieder was für die Liebhaber von Desserts und Kuchen. Es gibt einen Cheesecake aus dem Dutch Oven mit einem Butterkeksboden. Ich verwende hier meinen Camchef 14 Zoll Topf. Ihr könnt das mit den gleichen Mengenangaben aber auch in einem 10 oder 12 Zoll Dutch Oven machen. Dementsprechend wird halt der Kuchen höher. Dann legen wir direkt mit dem Boden los. Dafür benötigen wir 2 Esslöffel Zucker, 75 Gramm Butter und 250 Gramm Butterkekse. Die Kekse packen wir alle in einen Beutel und diesen verschließen wir nun ganz dicht. Mit Hilfe eines Plattierers klopfen wir die Butterkekse so platt, dass Krümel entstehen. Ihr könnt hier auch einen Hammer oder etwas anderes nehmen, um die Kekse klein zu bekommen. Danach sollte das von der Konsistenz aber so aussehen. Die Butter verflüssigen wir und geben sie zusammen mit den 2 Esslöffeln Zucker zu den Krümeln hinzu. Anschließend legen wir den Topf mit Backpapier aus. Am Rand lassen wir unbedingt genügend Backpapier überstehen, sodass wir den Kuchen nach dem Backen optimal entnehmen können. Jetzt geben wir die Mischung mit den Butterkeksen in den Dutch Oven und drücken den Boden gut fest, vor allem auch an den Rändern. Dann kümmern wir uns nun um den Belag. Dafür benötigen wir Butter, Magerquark, Naturjoghurt, 7 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, eine Bio-Zitrone sowie 125 Gramm Zucker. Die Bio-Zitrone waschen wir gut ab, trocknen sie und reiben dann die Schale mit einer Reibe ab. Den kompletten Saft der Zitrone geben wir ebenfalls zum Abrieb in die Schüssel. Die 7 Eier trennen wir in Eiweiß und Eigelb. Das Eiweiß kommt in eine separate Schüssel und das Eigelb geben wir in die Schüssel mit der Zitrone. Hier fügen wir jetzt das Päckchen Vanillezucker, 125 Gramm Zucker und 50 Gramm verflüssigte Butter hinzu. Nun rühren wir kurz durch und geben dann 300 Gramm Naturjoghurt und 500 Gramm Magerquark dazu. Zum Schluss verquirlen wir alles gut miteinander, bis wir eine dickflüssige und glatte Konsistenz erhalten. Das Eiweiß schlagen wir unter der Zugabe von einer Prise Salz schön steif. Dieses heben wir jetzt unter die andere Mischung vorsichtig unter. Abschließend kommt noch ein Apfel zum Einsatz. Hier entfernen wir das Kerngehäuse und schälen ihn. Hier habt ihr jetzt drei Möglichkeiten. In hauchdünne Scheiben schneiden und auf den Boden legen, würfeln und in den Belag mit einrühren oder einfach ganz weglassen. Wenn ihr die Scheiben auf den Boden legt, so erhaltet ihr nachher einen weichen und sehr saftigen Boden. Wenn ihr einen festen und knusprigen Boden bevorzugt, so solltet ihr den Apfel weglassen oder einfach in die Mischung einrühren. Wie zu sehen, habe ich mich für den saftigen und weichen Boden entschieden und noch etwas Zimt auf die Apfelscheiben gestreut. Jetzt gießen wir die Eier-Quark-Mischung ein, verteilen alles gleichmäßig und streichen die Oberfläche glatt. Wir setzen den Deckel auf den Topf und lassen 32 Briketts durchglühen.
10 davon verteilen wir kreisförmig auf dem Boden und stellen den Dutch Oven darauf. Die restlichen 22 Briketts verteilen wir oben gleichmäßig auf dem Deckel. So erzeugen wir beim 14 Zoll Topf eine niedrige Unter- und starke Oberhitze von etwa 175 Grad. In dieser Form backen wir den Kuchen für etwa 55 Minuten. Am besten schaut ihr nach 45 Minuten mal kurz rein und kontrolliert anhand der Bräunung, ob der Kuchen bereits fertig ist. Die Oberfläche sollte schön gebräunt sein. Dann nehmen wir den Dutch Oven von der Hitze und lassen den Cheesecake im Topf komplett erkalten. Wenn ihr ihn nämlich zu früh heraushebt, dann ist die Gefahr groß, dass der Kuchen zerfällt. Nach dem Auskühlen heben wir den Cheesecake dann heraus. Hier sind übrigens 4 Hände hilfreich, beziehungsweise nur mit 4 Händen bekommt ihr auch maximalen Erfolg. Schaut es euch an, ist das nicht der absolute Cheesecake-Traum? Jetzt bestäuben wir ihn noch mit etwas Puderzucker und dann kann der locker fluffige Käsekuchen genüsslich verzehrt werden. Der Kuchen kann zum Beispiel bei einem langen Grillabend optimal nebenher im Topf gebacken werden. Ob als Dessert oder zum Kaffeekränzchen, so ein Cheesecake ist natürlich immer ein Volltreffer. Probiert's mal aus. Ich wünsche euch viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Nachdatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, so freue ich mich über ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Grillscout BBQ PM.